Und auf einmal sind wir mitten im Weltraum. Oh mein Gott. Mysteriöse Dinge passieren. Mit den Alien-Monstern, ne? Stimmt, da kommt man durch. Das war diese geheime Trink. Und hier die Tür. Merkwürdig. Oh, eine einsame Insel irgendwo nirgendwo. Ja, so viel zum Thema Pyramide. Okay, die Pyramide haben wir auch schon durch. Ja, ich hab da jetzt echt nicht mehr viel. Die Oase haben wir auch schon durch. Moment, da oben. Da oben. Da. Haben wir das schon durch? Da muss ich jetzt mal gucken. Ich meine, das haben wir noch nicht. Da fehlt uns noch ein kleines bisschen. Also muss ich jetzt ganz kurz nochmal auf das Schiff umschwitzen. Umswitchen. Ja, ich weiß ja nicht, ich weiß nicht. Das sollten wir jetzt vielleicht dann doch endlich mal in der Story weitermachen. Aber ich habe noch so viele Geheimnisse, die ich nicht entdeckt habe. Das gefällt mir gar nicht. So, und rein da. Ja, das haben wir auch schon alles. Nee, das haben wir schon geholt. Das haben wir auch schon. Ich bilde mir ein, dass ich irgendwo noch Dinge hatte, die noch offen waren. Ja. Irgendwie so Dinge, wo ich mich nicht reingetraut habe. Aber es war wahrscheinlich eh da in diesen... Komm, ich gehe nochmal kurz in diesen komischen Wasserstrudel rein, der da bei der Oase drüben ist. Da. Hier. Hui. Strudel. Da nehme ich. Speichern. Moment. Ich bin ja voll schlecht. Ich guck mal. Ach, ich habe so viele Kartoffelchips. Die können wir eigentlich auch mal zum Heilen nehmen. Dann sind sie vielleicht mal weg, ne? Vielleicht, wenn ich da reingehe. Ja, vielleicht ist das der nächste logische. Safe, 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 safe. Tausendmal gesaved. Ja, auf jeden Fall habe ich. Gut, das sieht sehr pompös aus. Und hier steht nochmal safe. Ah, cool. Ah. Ah ja. Da bräuchte ich vier, Alter. Super. Schön, dass wir noch so viele Piratenschüssel hatten. Schicker Brokkoli. Aber wie viele Piratenschüssel haben wir noch? Okay. Schon des fliegenden Spaghetti-Monsters. Huch. Oh. Hi. Gut. Nö. Also, ich weiß, warum das da jetzt tausendmal speichern da stand. Es ist mir jetzt gerade eben bewusst geworden, ja, warum das so ist. Berechtigterweise, wohlgemerkt. Berechtigt. Was? Hier? Ein Kampf? Oh nein, es sind Skorpione. Vielleicht ist der Schleichangriff auf ihn. So, macht er hier seinen Wirbelwindangriff. Schlitz. Die Skorpione sollen ruhig angreifen, ist kein Thema. So. Mike, ja, komm. Spaghetti-Siegen. Gönnen wir uns mal ein bisschen. Ne? So, und hier, der Nigel macht halt seine Feuerwand. Der traut sich schön was, der Nigel. Ja? Dann will er jammern, weil alle auf ihn Akku haben. So, und Johnny, nochmal Wirbelwindangriff. 729 Erfahrungspunkte. Oh, guck mal. Und 515 Golds, das ist genau gar nichts. So. Okay. Da ist offen. Aber wie kommen wir hier unten rein? Wie kommen wir in das Schloss rein? Fest verschlossen. Moment, ich ändere meine... Nein, nicht meine Fertigkeit, ich ändere meine Taktiken. Guck mal, weil vielleicht will irgendwer die Tür angreifen. Könnte ja sein. Der Johnny. Nö, Taktik. Und der Mike vielleicht noch. Nö, also da will keiner angreifen, okay. Moment, dann guck mal, vielleicht kommen wir irgendwie anders rein. Nigel, ganz oben hin. Ich ordne das wieder so an, dass es so ist wie immer. Ja. So, sehr gut. Fest verschlossen, aber ich komme hier sonst nirgendwo links, rechts runter. Nein. Ah, irgendwie muss ich da reinkommen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich da nicht reinkomme. Was ist denn? Achso, das ist die Wand da perspektivisch gesehen. Ich will da rein! Ich will da rein, vielleicht ganz oft einfach drücken, ja? Fest verschlossen, fest verschlossen, fest verschlossen, fest zu. Ändert sich nicht. Okay.
das ist dasselbe. Okay. Können wir mit dem Ballon vielleicht drauf landen? Nö. Wir müssten wahrscheinlich hier irgendwie, wenn wir von hier oben da so drüber schwimmen, geht auch nicht. Komisch, aber ich bin mir fast sicher, dass wir da irgendwie hinkommen. Irgendwas können wir da machen. So, aber wo haben wir jetzt eigentlich noch was zum Angreifen, also zum Kämpfen? Hier den Turm, den haben wir abgeschlossen. Da könnten wir so ein paar Fähigkeiten kaufen, die ich mir aber nicht kaufen will, weil ich geizig bin. Mir fehlen ja noch voll viel Ultimetall. Da, keine Ahnung. Da waren wir schon. Hier bei den Zwergen, das haben wir auch schon alles abgeschlossen. Da oben haben wir uns das ganze Gold jetzt geholt. Da drüben gibt es nur Heilmaterial für den kleinen Zauberfreund, ja. Das wäre eigentlich das Einzige, was es noch gibt, sind diese Drachen, aber da bin ich ja hoffnungslos unterlevelt hier, diese Geschichte da. Das ist aber das Einzige, was ich jetzt noch finde. Vielleicht müssen wir uns einfach irgendwie durchkämpfen, dass wir immer Einzelne haben, ja. Oder ich ändere wirklich mal meine Taktik, dass ich sage, okay, ich brauche eigentlich hätten wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Wer ist für Geschwindigkeit? Ausweichen und Geschwindigkeit, das wäre eher, ne? Da müssen wir echt Francis mal nach vorne geben. Also da würde Geschwindigkeit, würde da mehr werden. Das ist aber echt, wahrscheinlich ist das voll gut. Hauen wir das mal so rein, vielleicht haben wir da mehr Glück. Ich probiere das jetzt mal, ja. Weil mit dieser Taktikoption haben wir relativ selten gearbeitet, was eigentlich schade ist. Aber wahrscheinlich wird es aber eh nichts bringen. Oh, Gold, 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 Gold. Ganz viel Gold. Wunderbar, ganz viel Gold. Ich liebe ganz viel Gold. Ich traue mich fast nicht speichern. Soll ich hier speichern? Ich habe Bedenken beim Speichern. Komm, ich speichere einfach mal ab, weil wir so weit gekommen sind. Ja, die kleinen Echsen, die da habe ich kein Problem mit. Und vor allem jetzt mit der Geschwindigkeit, man sieht, wir sind als erstes dran. Und das ist einfach das Gute dran, ja. Wenn wir als erstes dran sind, dann können wir gleich mal ganz, ganz schön hier alles buffen. Ja, menschliche Wand. Da können wir die ganzen Buffs raus an Spaghetti sägen. Und dann sind wir eigentlich quasi echt, ja, dann sind wir hier ein bisschen besser gerüstet. Gegenüber denen, hätte ich mal gesagt. Ja, weil die hauen jetzt ein bisschen zu. Schön, du kannst schon ausweichen. Die reichen alle schön aus. So. Komm, da hauen wir den, weil dann kommt der nämlich irgendwann dran. Johnny muss natürlich trotz alledem tanken. Ja. Und Mike wird... was macht Mike jetzt eigentlich? Das ist eine gute Frage. Mike kann jetzt gerade gar nichts machen. Mike soll sich verschanzen bis ganz nach hinten. Genau, bis nach den Angriffen. Und der Nigel macht hier seinen Meteorschlag. Mal auf den ersten hier. Ja, und Francis, was haben wir tot? Das Ding. Zack. Oh nein! Ah, er ist ausgewichen. Okay, stimmt. Stimmt, ausweichen ist ja super bei ihm. Komm, wir machen... Machen wir bei dem. Weil den haben wir noch keine negativen Buffs gegeben. So. Ja, dafür ist jetzt das Problem, dass der Johnny relativ wenig... Oder haben wir den nicht geheilt? Ich glaube, den haben wir nicht geheilt, oder? Weil MP haben wir jetzt natürlich im Endeffekt weniger. Was nicht gut ist, klarerweise. Komm, machen wir den mal. Ja, und irgendwie... Heilung brauchen wir keine. Weil der weicht eben aus. Komm, wir machen hier einen normalen Angriff, hätte ich gesagt. Ja, schön. So, Meteoreinschlag auf ihn. Und Francis schleichend zur Schleichangriff auf ihn. Sehr gut. So, und jetzt den hauen wir noch so kaputt und sehr schön. Wunderbar. Gut, ich meine, das war jetzt voll. Die kleinen Drachen, die sind ja echt lasch. Ja. Naja, gut, 615 MP hat da auch der Johnny. Das muss schon reichen. Ganz ehrlich, das muss schon reichen. Das muss echt reichen. Also von dem her. So. Hatte vorher auch nicht recht viel weniger. Ja. Glaube ich zumindest. Ich glaube, den habe ich letztens nicht geheilt, deshalb war das so. So, ich bin gespannt, wie es mir geht, wenn ich das erste Mal auf Drachen treffe. Ja, wirklich große Drachen. Ein einzelner dürfte ja kein Problem sein, behaupte ich jetzt mal. Zwei, drei auf einmal könnten schon ein Problem sein. Also drei auf einmal sowieso und zwei auf einmal, ja. Oh, da drüben ist noch ganz viel. Boah, hier ist viel. Genau, so, jetzt habe ich meinen Mund natürlich wieder sehr voll genommen, aber schauen wir mal. Vielleicht. Stimmt. Nimm die Handfläche. Oh, das hat ihn geheilt.
Sehr schön, zwei sind ausgeglichen. Ich liebe es, wenn wir ausweichen haben. So, Stärke und Spiritualität ist down. Dann machen wir einen Beinbrecher. Johnny, menschliche Wand, natürlich. Wir buffen uns ganz komplett durch. Und Spaghetti-Segen, zack. Das ist so gut, wenn wir... Ja, das mit der Geschwindigkeit, das war jetzt echt eine gute Idee. Ich glaube, das ist jetzt das, was uns eigentlich... Das kleine Quäntchen, was uns noch geholfen hat. So, Speed ist doppelt down. Das ist schön. Dann machen wir hier jetzt Fäuste des Südsterns. Schauen wir mal, hilft das was? Oder heilt die was? Ja, das tut ihm was, okay? Au, nicht auf den armen Dingens hier. So, das bringt natürlich wieder nichts, ist eh klar. Counter-Lead. Ja, ziehen wir ein paar MP. Ein paar MP ziehen bringt ja auch ein bisschen was. So, Meteorschlag, wunderbar. Francis hier, falls des Südsterns hat was gebracht, aber ich will eigentlich hier noch Stärke down machen. Der Tod kommt von oben. Ja, und er ist ausgewichen. Wunderbar. Ich liebe das, wenn er ausweicht. So, Stärke down nochmal. Johnny, hier Herausforderung. Das funktioniert dann diesmal wenigstens. Ja, Gott sei Dank. Und der Mike hat schon wieder nichts zu tun. Stimmt, weil der... Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nicht einfach nur zuschlagen. Jetzt lasse ich den Mike in Zukunft einfach zuschlagen. Oder ich gebe dem Mike doch mal irgendeinen Angriffszauber, den er bei Bedarf machen kann. Moment. Stärke down doppelt, okay. So, nochmal Herausforderung. Jetzt ist er eh schon quasi tot. Ich muss jetzt echt gucken, dass ich dem Mike noch irgendeinen Angriffszauber gebe. Ja, der ist gut. 1780, wunderbar, das gefällt mir ganz gut. Das ist schön. Das ist schön. So, und 1000 Gold, naja, besser als nix. Aber Double Dragon steigt, das ist gut. So, Mike hat eine TP. Was kostet da so viel? Giga-Wunden heilen, Giga-massives Wunden, Stärkegeister haben wir da unten. Die beiden, aber die brauchen wir auch im Zaubern, denn die sind wichtig, ja. Der Zorn der Götter trifft deinen Feind. 402 LP Schaden. 2, komm, da schauen wir mal. Stärke brauchen wir eigentlich nicht, da machen wir viel. So, aber ich muss sagen, ja, so geht das eigentlich ganz gut. Schön, schön, schön. Wunderbar. Wahrscheinlich ist meine Strategie, die ich mit Nigel hatte, eigentlich die schlechteste, die man... Also die Taktik, die ich mit Nigel hatte, ist wahrscheinlich die schlechteste, die man im ganzen Spiel haben kann. Ja, und ich hatte die einfach durchgehen, weil ich zu faul war zum Umstellen. Toll. Ah, so viel Drachengold hier. Wunderbar. So viel Gold. Es ist einfach zu viel für mich. Können wir da durch? Geheimgang? Nö, schade. Okay. Da vielleicht durch? Geheimgang? Nö, schade. Okay. Dann müssen wir wohl und übel doch in die Höhle des Drachen gucken. Ah, das wird jetzt spaßig da oben. Ui, das könnte spaßig werden, weil vor allem dieser Pinke, der glaube ich ist durchaus lustig. Der P-Rex nämlich. Ja. Dann würde man sagen, wir fangen trotzdem bei den Kleinen mal an. Zack, dass wir die mal kaputt hauen. So, menschliche Wand. Und natürlich hier Magiewand. Und natürlich hier auch Spaghetti-Segen. So, schauen wir mal, wie weit das wieder kommen. Weich doch aus, genau, ich wollte gerade sagen, weich doch aus. Super, bebende Handfläche. Komm. Mach mal auf ihn. Oh, er hat's überlebt. Wunderbar, er hat's überlebt. Sehr cool, er hat's echt überlebt. Das ist cool, dass die echt so anfällig auch sind für bebende Handfläche. So, dann haben wir die... Machen wir hier ultimative Verteidigung, ist eigentlich Blödsinn, weil die haben wir ja eh schon mehr oder weniger. So, Meteoreinschlag. Komm, wir schauen, dass wir den einen mal kaputt hauen. So, der Mike darf Gigawunden heilen auf Francis. Und die anderen, die sind irgendwie eh noch. Greift nicht immer Francis an. Ah, sehr schön, er greift ihn an. Okay. Mein Francis könnte dann angreifen, wenn er ausweicht. Ja, weil das macht er ganz gut. Dann machen wir den noch ein bisschen down. Ja, mit zumindest mit die Low Bob Down Zauber. Low Bob Down Zauber. So, und dann nochmal Berserker, damit er richtig schön Akku zieht. So, und du stirbst jetzt dann bitte. Gut, du machst Giga Wund heilen auf ihn. Sehr schön, immer auf den Tank. So, und jetzt kommen, jetzt machen wir Wirbelwindangriff, dann sind vielleicht ein paar zumindest weg. Ja, einer zumindest. Ja, der Pinke, der macht schon ein bisschen mehr Damage, man merkt's, ne? Aber der hat jetzt auch, komm, dann machen wir jetzt Speed Down auf 2. So, Nigel, Meteoreinschlag auf. Komm, machen wir auf ihn. Oh, das war ein Crit. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Gut, und Gigawundheilen auf ihn reicht.
So, dann einmal. Ja, jetzt haben wir das Problem. Jetzt haben wir hier keine MP mehr. Gut. Naja, egal. Gut, der hat schon Doppelspeed, dann machen wir Doppelstärke da noch. Falls es ausgeht. Meteorschlag natürlich. Und Mike muss den lieben Johnny heilen. Und der liebe Johnny müsste eigentlich jetzt sich ein bisschen MP gönnen. Ich würde mal sagen, mit einem magischen Tank muss reichen. So. Und Francis macht hier noch Spiritualität. So. Speed, Stärke. Ja, wir müssen Stärke doppelt auch machen. Das wäre wichtig. So, und jetzt können wir zumindest hier einen heiligen Schlag machen, damit wir ziehen. Und Needle macht wieder Meteorschlag. Ja, und wenn der Mike jetzt da ist, dann kann der Mikey mir jetzt ja auch einen magischen Tank geben, weil irgendwie der Drache, der hat eh keine Zeit zum irgendwas tun. Also dieses pinke, komische Ding. Sagen wir mal, es ist ein Drache. Eigentlich ist es ein P-Rex, ja. Zack. Achso, der hat einen Meteorschlag. Ich glaube, der Meteorschlag, der wäre jetzt durchaus gut gewesen, aber zum Glück ist mein Johnny so gut und ist ausgeglichen, weil ich einfach geschwindigkeitstechnisch ganz gut unterwegs bin. So, oh, ein Crit, sehr schön. Und ich würde jetzt sagen, komm, wir hauen den noch ein bisschen zurück. Er braucht gar nicht drankommen. Ich will das nicht, dass der drankommt. Doppelschlag. Oh, er ist tot. 2000 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Hier können wir wunderbar leveln. Und wahrscheinlich goldmäßig bekommen wir auch genügend, oder? Ich habe jetzt natürlich nicht geschaut, wie viel Gold wir bekommen. Ich habe nur vermutet. So, Schiff und Heil. Und natürlich wieder ein bisschen mit Loca-Cola die MP auffüllen. Ja, und natürlich speichern wir auch, weil falls trotzdem ist es immer noch so, falls zwei große Drachen kommen, sind wir wahrscheinlich immer noch tot. Auf Anhieb. Aber hier kann man gut leveln. Das gefällt mir gut hier. Oh, Alter. Was für ein Goldschatz ist das hier bitte. Was für ein riesengroßer Goldschatz ist das hier bitte. Wow. Wow. Alter. Und hier? Es ist eine Falle. Oh. Ups. Das wollte ich gar nicht. So, ich kann einen kann ich. Ich kann keinen zurückkommen. Okay. Superleitender Atem. Ah, er hat einen extra. Okay, dann kann ich zumindest den einen da hinter Francis hauen. Ja, er ist ausgeglichen. Super, nochmal. Geil. Sehr schön. Mehr Glück als Verstand. Aber das ist eh nichts Neues. Nein, was mache ich? Ich hätte den Türkisen zurückhauen müssen. Ja, da bin ich jetzt selber schuld. Das hätte ich sonst gut schaffen können. Eiskalt. Oh, er hat. Ja, gut, hat nur MP gezogen. Das ist nicht schlimm. So, Magiewand. Das ist nicht schlimm, das kann man verkraften. Spaghetti-Siegen, so. Jetzt hat Francis nur keine Magie mehr, was aber nicht schlimm ist, weil wir hauen uns einen magischen Trank rein. Ne, wir hauen uns einen Wein rein. Autsch. Ah ja, Gott sei Dank sind wir ausgewichen. Super, dieser Atem hat alles böse. Aber wir weichen immer schön aus. Wir weichen immer schön aus. Und jetzt sagen wir mal hier mal ganz kurz Berserker, damit wir halt wirklich wissen, wo sie angreifen sollen. Nämlich nicht den Heil eigentlich, ja. Aber das haben sie nicht gecheckt. Na gut, okay. So, Speed down. Wir gucken, dass wir zumindest zuallererst... Machen wir zuallererst den Diamantdrachen da hinten. So, Meteoreinschlag auf den Diamantdrachen. Hier machen wir mal kurz ein gigamassives Mundheilen, ja, weil das sieht nicht so gut aus. Wir sind doch ein bisschen angeschlagen. So, was machen wir da jetzt schon? Wir könnten eigentlich einen Wirbelwindangriff machen. Komm, machen wir einen Wirbelwindangriff. Bringt aber fast gar nichts. Nee, komm, dieser verteilte Schaden, der bringt ja nichts. Es ist so schön, weil die immer ausweichen. Es ist echt so schön. So, die sind Stärke down. Ah, der hat Speed down auch, sehe ich gerade. Komm, wir müssten aber den Aschedrachen eigentlich auch nochmal ganz kurz hier ein bisschen zerlegen. Oh. Ja, soviel zum Thema Ver... Nein! Das ist schlecht. Komm, wir müssen auf jeden Fall Mike wieder MP geben. Bitte überlebe. Ja, Gott sei Dank, ich bin ausgewichen. So. Needle, die Wanddrache. Und Mike auf jeden Fall gigamassives Mundheil. So, und Johnny, komm, das bringt jetzt nichts, was ich hier gerade vorhin gemacht habe. Ich mache hier mal den heiligen Schlag auf den da. Bisschen ziehen und so. Ja, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr Akku ziehen, habe ich das Gefühl. Sollte ich das jetzt... Nee, ich riskiere es nicht. Ich heile lieber meinen Heiler, weil er braucht eh... Komm, wir geben ihm einen magischen Giga dran, weil wozu haben wir das Zeugs, ja? Oh.
Kann sein, dass die die Abwehr nicht mehr haben, oder? Nee, passt noch. Muss noch sein. So, es kommen alle dran. Das bedeutet, ich kann ohne Probleme angreifen. So, Speed Down. Der hat gar nichts. Komm, wir geben den Aschedrachen noch einen Speed Down, weil das gefällt mir gar nicht so. Doppelschlag. Wir hauen einen da hinten. Der muss einfach weg. Das hilft alles nichts. Der muss weg. So, die können sich das Wund heilen. Dann sind wieder drei dran. Ja, klar. Immer auf den armen Mike. Jetzt ist der Mike drin. Nö, ist er nicht. Super. Gott sei Dank ist der eine ausgewichen. Ich bin so froh, dass ich den habe. Magischer Supertrank muss reichen. Und Johnny muss trotzdem tanken. Der sollte mir... Ja, gut, ich meine, manche sind ihm ziemlich zugetan, wie es aussieht. So, Francis, Speeddown haben wir jetzt. Der hat immer noch keinen Speeddown. Das darf er wohl nicht wahr sein. So, und Johnny... Nein, Johnny hat keine MP mehr. Verdammt, das hätte ich sehen sollen. Das ist jetzt blöd. Das hätte ich sehen sollen. Naja, gut. So, zwei dürfen angreifen. Natürlich gehen sie auf Mike, was denn auch sonst. Er hat es überlebt, zum Glück. Ich habe Angst um Mike, deshalb werde ich hier... Ich gebe einen magischen Supertrank, damit er zumindest den einen Angriff übersteht. So, super frisch Atem. Seht ihr, das wäre nicht sonst ein bisschen böse gewesen. Wie wäre es, wenn jetzt der eine zumindest jetzt bald mal stirbt? Da wäre ich ihm sehr verbunden. Warum funktioniert jetzt das Speeddown nicht? Verdammt. Okay, schön. So, Johnny, fehlt dem Johnny eigentlich irgendwas? Ich mache beim Johnny mal ultimative Verteidigung einfach nur, damit er ein bisschen, ja, so viel zum Thema, damit er ein bisschen tankt, ne? Hat der gut funktioniert? Francis, mein Freund, komm, wir konzentrieren unsere Angriffe jetzt wirklich auf den da hinten. Es hilft alles nichts, es muss mal einer weg. Nicht auf den Heiler! Ah, verdammt! Das ist böse. Ja, komm, wir müssen jetzt mal schauen, dass die wegkommen. Der eine da hinten. Brauchen wir gar keinen Doppler machen. Wirbelwindangriff. Ja, einer ist weg. Okay. So, und jetzt, genau, jetzt, das ist gut. Danke für diesen Extraschlag. Der rettet mich nämlich. Ja, wunderbar. Ah, ich habe keine MP mehr. Toll. Magischer Supertrank. So, Nigel. Als nächstes hauen wir den weg. Und der Mike macht natürlich seinen Spaghetti-Siegen. Boah, ohne... Ah, verdammt. Wir haben hier zu wenig Mana. Wir haben hier zu wenig Mana, was bedeutet, er bekommt einen magischen Trank. So, und ich würde sagen, Francis gibt dem Mike auch einen magischen Trank, damit das überlebt. Ja, toll. So viel zum Thema Überleben. Blöde. Ja, es ist echt so doof, wenn der wirklich der menschliche Wand, der wird es wahrscheinlich trotzdem nicht überleben. Ja, war klar. Okay, komm, nee, das können wir vergessen so. Wir müssen das anders lösen. Ja, aber so können wir es auch vergessen, weil wir haben keinen Heiler. Wir brauchen einen Heiler. Hilft alles nichts. So, gut, jetzt müssen wir es so machen. Bebende Handfläche, der kommt zurück. Der hat schon wieder keine MP mehr. Das ist doof. Wir sollten das vielleicht ein bisschen besser timen nächstes Mal. Aber der Mike kann zumindest hier seine Spaghetti-Siegen machen. Ist er zumindest voll. Ja, Gott sei Dank ist ausgewichen. Super. So, Francis. Geben wir Handfläche. Das stimmt, Blödsinn. Da müssen wir aufpassen. Das heilt ihn, ja. So, und er ist schon wieder dran. Dasselbe machen wir da. Dann fällt er nämlich hinter den Heiler zurück. Das ist gut. So, und jetzt, Nigel macht jetzt... Nein, Nigel hat zu wenig... Ach Gott. Nigel, verschanzt dich mal bitte ein bisschen, genau. So, Johnny hat natürlich auch zu wenig für menschliche Wand. Es ist einfach ein Trauerspiel, ja. Aber machen wir lieber einen Doppelschlag, damit wir hier ein bisschen runterkommen. Und Francis macht einen magischen Trank auf Nigel, ja. Nigel macht hier die Magiewand, ja, weil die braucht man natürlich... Weil die braucht Mike, damit er verteidigen kann. Und Mike macht seinen Spaghetti-Singen. Warum haben wir Spaghetti-Singen? Giga massives Mundheilnet aufgehört. Ach, wie. Oh, ach, hat eh nur. Okay. So, Francis, nochmal einen magischen Trank auf den Tank. Und der Tank macht die menschliche Wand. Der Tod kommt von oben. Oh, Gott sei Dank, der Tod kann schon von oben kommen. Aber mein
mein super treuer Gefährte weicht natürlich schön aus. So, Speeddown. Dir werde ich es zeigen, die Halunke. Feuerwand. Das ist nicht tragisch. So, Mike, es reicht wieder massives Wundheilen. Super. Johnny hat jetzt gar keine MP mehr, na klar. Ja, jetzt hat Johnny ein leichtes MP-Problem, sei mir das. Nein! Ah, verdammt. Das tut weh. Speeddown! So, hat er jetzt noch hier, hat er noch seinen Bonus-Buff, komm, das muss weg. Genau, zack, das hast du davon. So, Johnny. Doppelschlag. Autsch. Ah ja, Friends ist vielleicht aus, ist okay. Speeddown. Das muss jetzt endlich mal funktionieren. Nicht auf dem Heiler. Na Gott sei Dank, er ist ausgewichen. Ja. Johnny, was ist mit dem Tanken, ne? Wird das heute noch was? Was ist hier mit dem Speeddown? Wird das heute noch was? Man weiß es nicht genau, ne? Blöder Aschedrache. So, heiliger Schlag. Nee, heiliger Schlag funktioniert beim Aschedrachen nicht. Machen wir das. Nicht auf dem Heiler. Ah, er ist ausgewichen. Immer auf dem Heiler. Ich verstehe es nicht, dass die immer gegen den Heiler haben, ja? Jetzt tankt der Tank so gut, aber immer wollen sie nur den Heiler angreifen. Ihr Schweine, das könnt ihr doch nicht machen, der arme Heiler, der kann doch gar nichts dafür, dass er so cool ist. So, stirb jetzt. Ja, Gott sei Dank. So. Und der letzte, ja, das war jetzt doof. Ja, da bin ich auch selber schon. Warum? Oh, verdammt. Magischer Trank. Auf ihn, ja. So, Mike, sollte sich vielleicht selber ein bisschen heilen. So, nein, der Tank hat ja... Alter, heiliger Schlag, komm. Bitte, ich hoffe nur, das funktioniert jetzt, dass der den jetzt zieht. So, und wir müssen den durchtrennenden Schlag auch drauf, damit der mal diese Dinger weg hat. Ja, die gefallen mir nicht. Nicht auf dem Heiler, habe ich gesagt. Francis, magischen Tank auf den Johnny. Johnny, Herausforderung auf den Drachen. Damit er weiß, wer der Feind ist. Weiß schon, ne? Oh, guck mal, Mike kann sich verschanzen. Interessant, ja. Zurück, so. Francis, Speeddown. Muss gehen. Nigel hat keine... Ja, das hätte jetzt eigentlich der Heiler machen können. Ja, super. Super heißer Atem. Sind jetzt ernsthaft alle vier ausgewichen. Wie geil ist das denn? Das habe ich auch noch nie geschafft. So. Der Zorn der Götter trifft einen Feind. Schauen wir mal, wie gut das ist. Ja, gut. Geht. Geht, sage ich mal. So. Aber er ist jetzt fast gut. Aber damit hätte ich ja... Nicht, ich meine, ich will jetzt noch nicht zu voreilig sein, aber damit hätte ich ja nicht gerechnet, dass ich den Gegner... Dass ich den, warum geht das nicht, dass so ein der natürlich... Ja, ist schon klar. Weil der natürlich Feuerelement hat, ja. Hilft ihm aber nichts, weil mit einem Doppelschlag machen wir jetzt fertig. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass ich diesen Kampf schaffe. So. So. Johnny, gut, Johnny ist hier bei... Charisma relativ schlecht, deshalb, ja. 3000 Gold und einen magischen Gigaton. Ja, gut, sage ich jetzt nicht. Nein. Und Double Dragon haben wir auch ein bisschen. Und Überstahl haben wir gefunden. Boah, dieser Kampf jetzt, ne? Dieser Kampf jetzt. Wie cool war denn dieser Kampf jetzt, bitte?